Und damit willkommen zurück zu Gothic. Beim letzten Mal bin ich leider gestorben. Und danach habe ich tatsächlich kurz weitergespielt, aber das Spiel hat sich aufgehängt, was ziemlich blöd war. Jetzt hoffe ich, geht es weiter. Komm schon. Nicht mehr brennen. Was ist denn das? Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Das da hinter mir ist übrigens ein Dämonenlord. Das ist die größere Ausgabe der... da hat er vielleicht gerade einen Dämon getroffen. Sowas mache ich immer. Sowas finde ich immer toll. Wenn die Gegner blöd genug sind, effektiv mir zu helfen. Und meine Güte, das Spiel ruckelt die ganze Zeit. Also die ganzen letzten Folgen schon. Hier im Schläfertempel. Dabei ist es doch eine relativ kleine Welt. So, das so. Und dann lege ich mich mal mit dem Dämon an. Das ist leider nur einer von fünf. Der ist ja gerade erschienen, als ich eins der Herzen durchstoßen habe. Und ich fürchte, nach jedem dieser Herzen erscheint ein solcher Dämon. Oh, da kann ja auch Feuer spucken. Geht doch. Einmal dem Schläferfeuer ausweichen. So, Schläfer, schieß mal. Ich sagte, schieß mal. Ja, sehr gut. Dann kann ich nämlich ausweichen. Und dann den nächsten. Oh, Mann. Habe ich reingestoßen? Nee, ne? Jetzt habe ich reingestoßen. Und ich nutze das Waffeziehen, während ich in der Aktion bin, um mich schnell umzudrehen und möglichst schnell hier wieder wegzulaufen, weil ich gerade wieder so extrem angeschlagen bin. Meine Güte. Was zum Henker? Ich bin doch sonst nicht so schlecht. Andererseits, okay, das ist der Endgegner. Daran könnte das eventuell liegen, zugegeben. Das muss reichen. Das muss reichen, sagte ich. So. Na? Irgendwie klappt das nicht so gut. Ich frage mich, ob ich vielleicht... mit Innos Zorn. Nein, ist es nicht. Okay. Alles klar. Innos Zorn ist hier definitiv nicht besser als bei als Uriziel. Also schnell wieder auf Uriziel wechseln und dann. Dieser dämliche Dämon ist so schnell. So, Heiltränke bitte. Nein, nein, nein. Ah! Ich glaube, ich muss hier komplett wegrennen, bis der mich endlich loslässt. Dann verknüpfe ich das mal mit dem Erforschen der anderen Seite. Er hat nachgelassen. Ich würde mich gerne umdrehen, bevor ich mich heile. Ja, genau wegen sowas. Komm, das reicht jetzt aber. Sag ich doch. Hey, und hier. Jetzt. Ich verstehe das nicht. Gerade. Ich habe die ganze Zeit kaum Schaden gemacht. Und als er dann fast tot war, habe ich dann mit einem Schlag irgendwie so ein Drittel seiner Lebensenergie oder so abgezogen. War das dann zufällig gerade der kritische Schlag oder? Ich habe keine Ahnung, was das war. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich versuche mal ein bisschen symmetrisch zu sein und. Oh, da ist ein Novize. Da kommt Feuer. Symmetrisch im Sinne von, ich mach die Mitte zum Schluss. Könntest du bitte... Oh, komm schon, das ist gemein. Das ist gemein. Geht doch. Weg da, weg da. Oh, meine Fresse, macht das viel Schaden. Ich war doch gerade noch voll geheilt. Da liegt meine Fackel, schön. Trifft er mich hier noch? Ja, tut er.
Ja, tut er. Und jetzt bin ich wohl tot. Was zur Hölle? Das da war's. Was zur Hölle, ey? Gut, dann warte ich jetzt mal eben den einen Schuss ab. Komm schon, schieß. Sehr schön. Kann ich den nicht gemütlich ausweichen? Während ich den Novizen kloppe. Und dann muss ich direkt weiterlaufen im Kreis, damit er mich nicht trifft. Und jetzt, genau, jetzt habe ich die maximale Zeit zwischen zwei Schüssen, um hier ein Schwert einzustecken. So viel dazu. Jetzt habe ich die maximale Zeit zwischen zwei Schüssen. Und möchte die auch gleich nutzen, um hier abzuhauen. Um den Schüssen erstmal wieder auszuweichen, während ich mit dem Dämon kämpfe. So, Dämon, komm her. Und lass dich prügeln. Ich sagte, du dich prügeln lassen. Nicht du mich prügeln, ja? Um klar zu sein. Irgendwie mache ich nicht so richtig Schaden. Ne? Jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. Na, komm her. Ich glaube, ich mache nur mit den kritischen Treffern wirklich Schaden. Alles andere zieht ihm gar nichts ab. Oder ist es, wenn er blockt? Das kann auch sein, ja. Ja, wenn er blockt, genau. Sehr schön. Sehr schön. Und mir fehlen ziemlich genau 200 Lebenspunkte. Ah, das sind 200er. Und dann fehlen mir noch... nee, gar nicht. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Da habe ich die 15 und die 17 verwechselt. Und warum speichere ich immer auf der 2? Wenn ich auch auf der 1 speichern könnte. So. Von wegen symmetrisch, ne? Das wird wohl nichts mehr. Aber das könnte jetzt gerade klappen. Ja. Schnell weg. Schnell seitlich. Seitlich. Der nächste Schuss kommt doch, du Idiot. Dass der das nicht kapiert, dass der Schuss, dass zwischen zwei Schüssen ungefähr so viel Zeit liegt, wie er braucht, um mein Schwert reinzustecken. Das kapiert er irgendwie nicht. Oder halt andersrum gesagt, jedes Mal, wenn ich da so ein Schwert reingesteckt habe, hänge ich da kurz fest. Da hat der Schläfer gerade seinen Dämon getroffen. Ich find's seltsam. Nein! Ich find's sehr seltsam, dass der Schläfer dem Dämon Feuerschaden zufügt, aber Uriziel eben nicht. Das finde ich ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung, warum das so ist. Und das war der vierte Dämon, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie ihr seht, der Schläfer ist auch schon weniger durchsichtig als am Anfang. Und jetzt sollte er tot sein. Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte namens
Gothic 2. Und damit ist der Schläfer endlich besiegt. Dieses Spiel ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Das ist das zweite Spiel, bei dem ich dreistellige Episodennummern verwendet habe und die nicht voll wurden. Meine Güte, das kann nicht so schwer sein. Aber keine Sorge, der zweite Teil, der kommt schon bald. Wahrscheinlich gleich morgen. Und der wird ganz sicher die 100 Folgen knacken. Nicht zuletzt, weil ich mit Erweiterung spiele und weil der zweite Teil mit Erweiterung einiges schwieriger ist als der erste Teil. Zum Beispiel braucht man dann ab einer gewissen Level einfach mehrere Lernpunkte für einen Punkt, wenn man genug Stärke hat. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt erstmal würde ich gerne die Credits durchlaufen lassen. Und ich kann euch nur empfehlen, da ein bisschen aufmerksam zu schauen. Denn da sollen einige lustige Easter Eggs drin sein. Habe ich gelesen. Sound, das tut mir leid. Ich hatte das eigentlich gelöst. Das ist nach dem Absturz irgendwie jetzt wiedergekommen. Ja, die lustigen Sachen lassen irgendwie noch ein bisschen auf sich warten. Glaube ich. Ja. Ein schönes Spiel. Ein altes Spiel. Aus meiner Kindheit, Jugend, sowas. Geht halt nicht mehr, aber jung war ich schon noch. War schön, das mal wieder zu spielen. Und ich hatte jetzt schon ziemlich Probleme, es wieder zum Laufen zu bringen. Von daher schätze ich mal, dass es das letzte Mal war, dass ich das gespielt habe. Vielleicht das vorletzte Mal. Denn spätestens in 30 Jahren werden wahrscheinlich die Computer einfach so weit fortgeschritten sein, dass die alten Programme nicht mehr laufen. Ist ein bisschen schade. Da steht zum Beispiel jetzt In Extremo und Oropetas. Phonatics, die Rache des Regengottes, die Exzentrika, Carsten, alter Schwede. Ja. Dem Moorhuhn, der Tolkien. Bärbel. Ja, keine Ahnung. Bärbel, das Moorhuhn. Warum sie dem Moorhuhn danken? Keine Ahnung. Buddha, warum Buddha? George Lucas? Was? Dem Moorhuhn vielleicht? Der Schnitzelonkel für die Eintöpfe? Was? Der Schnitzel... Was? Für die Eintöpfe? Das verstehe ich nicht. Was? Das sind wahrscheinlich totale Insider. Ich schätze mal, das Moorhuhn haben sie einfach in Programmierpausen, wenn sie keinen Bock mehr hatten, gespielt. Und danken ihnen deswegen, weil sie es nur deswegen so lange durchgehalten haben, dieses Spiel zu programmieren. Schön. Ach ja, ich freue mich auf den zweiten Teil.